Ich habe 10 Zentiliter Sirup und 90 Zentiliter Wasser in eine Flasche gefüllt. Frage: Wie viel Sirup muss ich hinzufügen, um eine Sirupkonzentration von 20% zu erhalten? Also, in diese Flasche habe ich 10 Zentiliter Sirup und 90 Zentiliter Wasser gefüllt. Gefragt wird, wie viel Zentiliter Sirup soll ich hinzufügen, damit die Sirupkonzentration 20% beträgt? Diese Aufgabe können wir sofort in eine Gleichung umsetzen. Die Quantität Sirup, das ist 10 plus x, 10 plus x, und diese Quantität Sirup soll gleich sein zu 20 pro Cent von der gesamten Quantität, also von 10 plus x plus 90. Da 20 Hundertstel ein Fünftel ergibt, führt das sofort zu dieser Gleichung, also zu dieser, woraus wir schließen, dass x 12,5 sein muss und somit ist Antwort D die richtige. Im nächsten Tutorial werden wir eine weitere Frage der Mathematik-Olympiade beantworten.